Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu The Last of Us Part 2, Part Nummer 2. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir gesehen, dass 4 Jahre vergangen sind. Die Werte Ellie und Joel sind hier in diese Ortschaft gegangen, die ziemlich gut aussieht. Es wird alles so schlimm werden. Das Schöne an The Last of Us, du kannst dir eine Sache immer sicher sein: Es wird furchtbar. Nun gut, wir sind hier gerade dabei, hier ein wenig auf Streife zu gehen und werden hier dann von der guten Marie, das ist scheinbar hier die Chefin in dem Dorf oder zumindest eine, die Befehle austeilt, werden wir jetzt hier den Auftrag hier bekommen mit der. Wenn wir weitergehen. Ich schau nur kurz. So viel. Es ist jetzt leider so viel geile Details, dass man das auch lesen kann. Super. Naja, schauen wir mal, was wir für einen Auftrag genau erhalten. Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Maria. Du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey Dina, es gibt Arbeit. Gib mir eine Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Hey Dina, können wir reden? Hey Leute, ich bin raus. Och Mann, wie lange? Puh. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem, ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Na, weil ich schuld an dem Ganzen war und ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Und du warst betrunken, schon okay. Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst. Nein, ich interpretiere da nichts rein, also. Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay, wir sollten wohl langsam los. Au! Was soll das? Ich spiele doch nicht mehr mit! Weil du feige bist? Feigling! Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Ihr wolltet es so? Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer! Oh, Scheiße! Entdeckung! Los, los! Stirb! Stirb! Wir machen euch alle, ihr Verlierer! Ihr werdet vernichtet! Zack! Ja, lauf lieber! Lauf lieber! Keine Gnade für die Kinder! Oh nein! Oh! Verdammt! Kann ich mich da nicht ducken? Da! Und jetzt komm! Und gleich nochmal! So, also Leute, das ist ja immer auch ein zentraler Bestand des Spieles. Und zwar, dass man Gegenstände nehmen kann und diese schmeißen kann. Dazu wird es dann später noch kommen, aber erstmal geht es darum, hier die verdammten Kinder fertig zu machen. Okay, na los, wir haben noch Arbeit vor uns. Na los. Oh Mann. Bin wohl selber schuld, was? Yep. Gehen wir. Ihr habt mir einen respektablen Kampf geboten. Ich werde, eure Opfer werden nicht vergessen sein. Okay, das ist sogar ein Spielplatz. Die haben echt alles, Mann. Also in The Last of Us 1 hat die Welt irgendwie düsterer gewirkt. Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Hier wird die Strecke gefallen. Guten Morgen. Morgen. Hey, Ladies. Ich bringe Sie rein. Danke. Hey, hör auf. Wir sind fast fertig. Braves Mädchen. Schau, wer da kommt. Danke. Na los. Okay.
Schimmer. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja. Einmal für dich. Und einmal für dich. Öffnet das Tor! Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay. Dann mal los. Hey. Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du hast wieder mit den Zähnen geknirscht. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Hier lang. Wer denn nun? Immer wieder neue Charaktere, die ich alle nicht kenne. Willst du echt nicht warten, bis die Sonne rauskommt und es wärmer ist? Nein. Kann's kaum erwarten. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Du musst es sehen. Ich überlege gerade, wo ich bin. Also, ich weiß nicht, wer ich bin. Das Gute war an The Last of Us 1, du musstest dir nicht so viele Leute merken. Weil, okay, da hattest die Partnerin von Joel, dann hattest du den Vater und seinen Jungen und dann noch den alten Herrn. Und das waren alle Charaktere. Und dann gab es noch ein paar Böse, aber die Bösen, mit denen ist eh nicht gut ausgegangen. Aber du musstest dir nicht so viele Leute merken. Also, okay, jetzt wird es ein bisschen derber werden, weil wir können schlagen. Und wir können uns hinlegen. Ich war unruhig. Du auch? Kommt mir vor, als wird's weiter nach Süden immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich hab drüber nachgedacht. Wir könnten Mannys Heimat sehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie seinen Geschichten gerecht wird. Ja gut, vermutlich nicht. Das Hinlegen ist aber neu. Hast du das im Dunkeln gemacht? Ja. Na komm schon. Ich mach nur hier ein bisschen Schneeengel, darf ich das nicht machen? Das ist eine Priorität. So, sind das Fußabdrücke oder? Das sieht. Ja, okay, das könnten seine Fußabdrücke sein. Sieht für mich aber irgendwie mehr wie so. Weiß nicht, so eine Autospur aus oder so. Wuppala!
Na gut, folgen wir dem Herrn. Sind wir für den Trip nachher zu müde? So weit ist es nicht. Hey, ist Mel okay? Sie ist in letzter Zeit so durch den Wind. Sie kommt schon klar. Sei nicht so komisch, du machst mir Angst. Ich bin ganz normal. Genau das war der Plan. Schön ins Wasser rein. Willst du dich von Mel trennen? Was? Nein. Hättest du wohl gern. Ich hatte genug. Danke. Du musst Anlauf nehmen, damit das klappt. Ja! Wenn du das kannst, kann ich das auch. Ich hab's ja geschafft, aber deine fetten Beine waren mir im Weg. Zack! Autsch. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Und ich bin mir übrigens auch ganz sicher, entweder sie sterben jetzt oder sie ist schon infiziert. Du kriegst das hin. Es ist zu hoch. Na los. Shit. Hey, sieh mich an. Abby. Nicht runtersehen. Owen, müssen wir hier lang zurück? Nimm es als Gelegenheit, dich deinen Ängsten zu stellen. Wie wär's, wenn ich dir in den Arsch trete? Abby, hör auf zu flirten. Was ist das? Wir sind da. Großer Gott. Eine verdammte Stadt. Ja. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom, Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Okay. Und wenn er da drin ist, wie kommen wir zu ihm? Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken? Ja, okay. Die geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hast du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Alles schwanger. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby, ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Hör auf! Wir sehen uns in der Lodge. Ich will nicht die Böse spielen. Kann ich mich nicht irgendwo einfach in meinen Tod stürzen? Ist mir scheißegal. Ja, genau, mir ist das auch scheißegal. Jump da runter, aber dann werden wir nur lange Ladezeit haben, leider. So leicht ist das nicht zu verhindern. Okay, auf 99,9% sind sie auf der Suche nach Joel, weil entweder das, wenn sie nach einer Frau auf der Spur wären, wäre es ganz sicher Ellie. Und bei einem Mann kann es ja nur der werte Joel sein. So, und die Frage ist, von wem...
werden sie... Ich dachte, habe ich einen Wolf gerade gehört. Von wem werden sie hier... Das war ein sehr schöner Jump. Geschickt, also von wem wurden hier sie geschickt? In welchem Auftrag handeln die? Sind die etwa auch hier von den Fireflies? Wollen die hier Ellie holen? Ich weiß schon. Ich krieg's noch nicht hin, weil ich schlecht bin. Ich weiß, wie es geht. Spiel, du musst es mir nicht erklären. Ich mach's noch nicht. Einmal frei. So, und ich mag nicht Abby sein. Kann ich nicht einfach... Wirst du einfach zack, runterjumpen in meinen Tod und dann ist das Problem gelöst. Aber nein, ich will jetzt ein paar Leute töten und dann und dann, ja, werden Joe und Ellie weiterziehen müssen. Und das alles wegen dir. Ich versuche gerade, dass sie ihre Knochen bricht, aber das klappt irgendwie nicht. Bitte, irgendein Wolf kann mich nicht zerfleischen. Ich bin mir ganz sicher, die werden jetzt auf unseren werten Asiaten hier treffen und der wird ihn töten. Und ich denke mir, ah, weil das ist irgendwas schlimmer. Und dann tötet sie ihn. Ich mag das nicht, Mann. Ich hasse es, wenn ich weiß, dass was Schlimmes passiert. Und böse zu spielen ist immer blöde. Ich muss mir immer eine Kugel in den Kopf geben. Okay, da sind ein paar mehr Tote. Ich bin gerade nicht mehr so ganz überzeugt von unserem freundlichen Camp. Scheinbar sind die doch nicht so freundlich. So, Zombie hüpft jetzt an. Von hinten. Ja, okay, ist Abby, Mann, die ist mir wurscht. Ja gut, dann stirb halt. Bam. So, macht man das. Soll ich nochmal draufhauen? Tritt drauf. Mach es tot. Okay. Keine Muni mehr? Oh. So. Aua. Das ist ja hier Street Fighter oder was, Mann? Ui. Wo ist denn die ausgebildet worden hier in der Taekwondo-Schule oder wie, Mann? Respekt, Mann. So. Medikit ausrüsten zum Heilen. Die ist mir doch wurscht, die kann doch sterben, Mann. So, okay, da. Ja, okay, das Menü, das kennen wir so halbwegs. Ja. Also, wir kennen die netten Zombies. Mein Name ist Zombie. Hi. So, stealthen kann man eh noch nicht, also. War auch schon erstmal schön, dass ich erstmal natürlich meine ganze Muni verballert habe. Sinnlos, wohlgemerkt. Ja, wir müssen irgendwo in den Keller gehen. Aber das hat, also ich, weil ich dachte mir vorher bei einem Infizierten, ja, die dann der Wand vereist ist, das ist ja voll lame, da habe ich mir jetzt gar nicht erschreckt. Und dann kommt er aus dem Schnee. Ja gut, da kommt einer reinkrabbelt. Okay. Was wäre, wenn ich jetzt keine Muni gehabt hätte? Hätte ihn dann so wegboxen müssen, oder? Underground boxen wäre das dann. Was dieser Pass? Jetzt gib halt auf, Mann. Ich mag das nicht spielen. Ey, das ist wieder immer schlimmer. Sonst würde ich einfach auf den Schnee aufstehen, Mann. Das würde immer... Ach, okay. Ich kann eh nur Street Fighter boxen machen. Da wieder rein? Okay.
Ich hasse es. Ja, The Last of Us ist nämlich auch ein ziemlich schönes Horrorspiel eigentlich. Mach die Taschen ab aus. Okay, muss ich nicht ausmachen. Und jetzt das Stechen. Denn, ja, wie ihr schon gesehen habt, wir haben gesagt, 3 Schuss, das ist jetzt nicht unbedingt, um sich hier mit Infizierten anzulegen. Deswegen ist Stealth unser bester Freund. Und da ich ja natürlich der Gott des Stealthens bin, ist es natürlich für mich das Nonplusultra. Wir haben ja aber eine Fähigkeit, die uns das Leben deutlich erleichtert. Und das ist die Möglichkeit, hier zu lauschen. Damit sehen wir die Gegner hier, wie ihr seht. Dafür sind wir sehr langsam und ja, also wir können nicht einfach so konstant so rumlaufen und durch die Gegend schauen. Aber es ist unsere einzige Möglichkeit, mehr oder weniger, den Bösewichten ein Schnippchen zu schlagen. Wenn ich jetzt an der Nase kratze, dann bin ich mir ganz sicher, dass mich einer anhüpft. Es ist immer so. Nein, nein, okay. Gut, oh, Nase ist wieder befreit. Dann geht's weiter. So. Alles wird gut. Im nächsten Leben. Wir haben aktuell hier nur die Chance zwischen dem... den Lautlosen. Der Lautlosen-Eliminierung. Später gibt es dann... Also wenn es so ist wie in The Last of Us 1... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe ja The Last of Us 1, obwohl ich es mir immer vorgenommen habe, nur einmal durchgespielt. Genau, weil der dreht jetzt nochmal um, das dachte ich mir schon. Gibt es da noch die Option, die Leute schnell zu eliminieren? Doch wenn man sie schnell eliminieren, dann tut sie da ihre schöne Waffe rauspacken, bam, den in den Kopf schießen und das ist natürlich dann nicht unbedingt so stealthig. Aber den können wir jetzt noch schnell eliminieren. Ein ganz hübscher bist du. Okay, aus der Hütte haben wir es jetzt schon mal erfolgreich geschafft. Schauen wir noch, ob wir irgendwas liegen haben lassen. Ich glaube, Items sieht man ja nicht mit dieser schönen Sicht. Oder sieht man das? Na, aber egal. Huh, Leute, 6 Schuss. Jetzt geht's bergauf. Mir hat der vorherige Abschnitt viel besser gefallen. Oh. Das wollte ich natürlich nicht. Das. Das war sehr gut. So, es waren nur 3. Da hatten wir jetzt relativ Glück, dass ich mich so blöd angestellt habe und nicht unbedingt mehr gekommen sind. So. Ich hab natürlich jetzt 4 gedrückt. Hoffentlich war's das. Das hoffe ich gerade auch. Jetzt komm mal, Mädel. Kannst du nicht einfach krepieren? Ich will Ellie und Joel spielen und wieder ganz entspannt in meiner Siedlung hocken. Das ist, wenn man auch vorprischt, Mann. Ach, liebe Leute, Mann. Muss ich jetzt... Nee, da kommen wir doch her, oder? Ah, gehen wir mal da hoch, da sieht's gut aus. Okay, da kommen wir auch nicht hin. Dann gehen wir da hin. Geil. Ich sehe keine 2 Meter weit. Wo ist die Patrouille?
Na los. Hier lang. Bin hinter dir. Das gefällt mir schon viel besser. Schau dich an, wie die nette Ellie hier lächelt. Okay, bevor wir jetzt aber hier mit dem wunderbaren Lächeln Ellie ein wenig weitermachen, gibt es jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann weiter hier mit Let's Play The Last of Us 2. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.